Trade Machines ist eine Metasuchmaschine, wie Trivago zum Beispiel für Hotels oder Swudo für Flüge. Das bedeutet, alle Angebote werden gesammelt und im Überblick dargestellt. In unserem Fall ganz konkret Websites, über die man Maschinen kaufen kann. Der Markt ist sehr fragmentiert. Es gibt viele, viele kleine Marktplätze, die Lokalmaschinen anbieten, aber niemand, der es bisher versucht hat, wirklich weltweit diese Vermittlung zu übernehmen. Global gehen wir momentan davon aus, dass wir eine Marktgröße haben von 380 Milliarden Dollar. Wir sehen hier Wachstumsraten von 40% pro Jahr für den Gesamtmarkt. Der Digitalisierungsgrad des Marktes ist noch vergleichsweise gering im Vergleich zu anderen Märkten, sodass hier noch große Wachstumsschritte zu erwarten sind. Trade Machines verschafft mir vor allem den Überblick über eine Vielzahl an Maschinen, die in dem gleichen Layout präsentiert werden. Ich sehe gleich auf einen Blick die Eckdaten der Maschine, habe die Fotos präsent und kann so auch plattformübergreifend Maschinen vergleichen. Aktuell haben wir bis zu 2,5 Millionen Käufer auf unserer Plattform. Also momentan machen wir so um die 70.000 Euro monatlichen Umsatz und wachsen derzeit ungefähr 13-14% pro Monat. Wir haben Axel Jahn als Investor gewinnen können. Der ist Gründer von NetViewer und NetPioneer und hat einfach schon mal Unternehmen auf eine Größenordnung über 100 Millionen Euro groß gemacht. Zusätzlich haben wir als Investor den Wolfgang Heigl gewinnen können, der Gründer von Swudo und Manager von Kajak. Mit dem Crowdfunding von Companisto wollen wir konkret unsere Internationalisierung vorantreiben. Wir wollen unsere Plattform in weiteren Sprachen ausrollen, unser länderspezifisches Marketing verstärken. Wir wollen insbesondere auch unser Sales-Team erweitern, um auf diese Märkte bestmöglich eingehen zu können. Für mich ist ganz, ganz wichtig bei Trade Machines, dass wir im Grunde jeden Tag Spaß bei der Arbeit haben. Wir freuen uns, dass wir tatsächlich eine ganz klare Mission haben, die wir erfüllen wollen. Wir achten darauf, dass wir einen guten Mix herstellen aus sehr erfahrenen Leuten, die einfach Know-how mitbringen und eben auch jüngeren Leuten, die heiß drauf sind, was zu lernen. Wir sind auf Companisto, weil wir sehen, dass hier die Investoren sind, die auf Innovation setzen und in Wachstumsunternehmen investieren.